Ja, Georg Digruber mit dem Tageshöhepunkt. Wir bringen ja laufend ermutigende Dinge betreffend des Kongresses bewusst gemeinsam leben, damit die Hintergrundarbeit, die Schatzsuche, die Dinge, die wir zusammenfügen, besser sichtbar und verstehbar wird. Heute haben wir ein Thema, das mich traurig macht. Insofern Erika Bichler, eine sehr, sehr verdiente Hebamme. Erika war letztes Jahr dabei beim Ersttag, beim Impulstag Kommunale Intelligenz im Salzburger Odeon. Und sie ist so die Geburtshelferin, die Hebamme, Geburtshelferin auch für unsere Organisation. Und das war sehr, sehr berührend mit Erika. Und Menschen, die letztes Jahr dabei waren, Helmut Mödelhammer, Karl Sicherheitsleitner, Monika Rosenstatter, die wirken auch jetzt am 6. Oktober bei dem Workshop als Aufbereitung für nächstes Jahr, 14. September 2019, mit, und Erika nicht. Und das hat den Hintergrund, dass sie krank ist, Bewegungsapparat nicht mehr mitspielt. Die Erika Bichler, jene, die sie nicht kennen, ist eine etwas ältere Frau. Geistig sehr, sehr fit, aber der Körper spielt nicht mit. Und sie hat dauerhafte Schmerzen. Und jetzt haben wir letztes Jahr so ein schönes Beispiel gehabt, der Altbürgermeister Karl Sicherheitsleitner, und heute wird es ein bisschen länger als eine Minute dauern, hat so ein ermutigendes Beispiel gebracht. Stembach an der Steier, ein Bürger aus dem Ort war im Krankenhaus, Karl hat ihn besucht und er war sterbenskrank und hat überhaupt keine Lebensmotivation mehr gehabt. Karl ist beim Retourweg, hat überlegt, was könnten wir denn tun? Ich weiß jetzt den Namen nicht, er sagt immer, man darf ihn sogar erwähnen, tut aber jetzt nichts zur Sache. Auf alle Fälle ist ihm dann eingefallen, viele kennen ihn in Steinbach, und wenn wir ihm da ermutigende Botschaften ins Krankenhaus schicken, vielleicht findet er da Motivation. Und da hat er so Zetteln ausgegeben und gesagt, bitte den so und so, schickt sie ihm einfach nette Worte, wie gern sie ihn habt, wie sehr wir ihn brauchen würden. Und das war aber wirklich ganz, ganz ehrlich. Und der Karl, Abstand weiß ich nicht mehr genau, ein paar Wochen später war er dann wieder im Krankenhaus, und die Ärzte und alle Beteiligten haben gesagt, hey, Sie, Herr Bürgermeister, was haben Sie denn gemacht? Der hat jetzt so viel Lebensmotivation, der will wieder gesund werden. Und da sieht man, die Zuwendung, das ehrliche Interesse am Menschen ist so sehr entscheidend. Und dieses Beispiel würden wir jetzt gerne hernehmen, um die Erika Bichler zu motivieren. Und zwar insofern zu motivieren, dass sie nächstes Jahr am 14. September 2019 in der Salzburg Arena bei unserem Kongress, also das ist ja die Geschichte, wieso wir diese Videos machen, da entsprechend was aufzubauen, ein Feld aufzubauen, große Wir-Gemeinschaft, eine achtsame, und die Erika Bichler mit dem Wunsch, dass sie nächstes Jahr dabei ist. Also ihr wirklich Briefe zu schicken, sie zu ermutigen, und was die Erika gesagt hat, sie würde gerne eine Autobiografie machen. Die hat sie uns vor einigen Monaten gesagt. Ich glaube, sie macht es im Moment nicht, weil sie einfach auch die Energie nicht hat und vor allem dauerhaft Schmerzen. Und dieses Zusammenspiel, Erika macht eine Autobiografie, wir wünschen uns sehr, dass du als Geburtshelferin bei dem großen Kongress Bewusst gemeinsam leben mit 3000 Menschen dabei bist und deine Autobiografie vorstellst und faktisch als Hebamme diesen Tag in dem Sinne eröffnest. Wir schreiben unten auch die Adresse dazu, wo die Erika wohnt. Wenn sie da was hinschickt, bitte darum. Und eine Info noch abschließend. Erika hat ganz, ganz, ganz viel gegeben, und ich weiß, sie hat eine ganz geringe Pension. Also wenn jemand Geld hineinstecken will in das Kuvert, ist sicher dienlich, weil ich meine, oder ich bin mir sicher, wenn die Erika auch Unterstützung hätte, pflegetechnisch, dass sie einfach ein bisschen Geld hat, um die Heilung voranzutreiben, wäre das sehr, sehr dienlich. Das ist unsere Bitte in diesem Sinne. Heute eine etwas andere Nachricht, weil wenn ein Mensch hilft, ist er immer willkommen. Wenn man ihn nicht mehr hört, vergisst man ihn sehr, sehr schnell. Und wenn ihr Hebammen sprecht, Erika Bichler ist ein ganz großer Schatz, die hat ganz viel Ausbildung gemacht und ist so mit der Schöpfung verbunden, hat auch die Neuraya-Essenzen entwickelt. Also ist ein ganz, ganz großer Schatz. In diesem Sinne wirklich die Einladung, die Bitte, gemeinsam zu wirken und die Erika im positiven Sinne mit vielen, vielen Briefen, ermutigenden Botschaften zu unterstützen in ihrer Heilung. Vielen herzlichen Dank.